Ruhemasse gleich 0. Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit und ohne seine Eigenschaften wäre die gesamte Technologie des 21. Jahrhunderts nicht so fortgeschritten, wie sie heute ist. Willkommen zurück bei Compact Physics Top 5, heute mit den 5 wichtigsten Fakten über Photonen. Generell ist ein Photon nichts anderes als die elementare Anregung des quantisierten elektromagnetischen Felds. Im Volksmund könnte man dazu auch sagen, das Lichtteilchen, somit die kleinste Einheit eines elektromagnetischen Felds oder, in unserem Praxis ein Beispiel, der Sonnenstrahlung. Photonen können erzeugt werden durch Übergänge. Übergänge in Atomen oder Molekularorbitalen oder auch in Festkörpern, Übergänge zwischen Bandstrukturen. Es können auch nukleare Übergänge oder sogar Fluktuationen in elektromagnetischen Feldern zu Photonenbildungen führen. Eingangs habe ich erwähnt, dass Photonen keine Masse haben. Logischer Effekt, durch Massenlosigkeit kann erst die Ausbreitungsgeschwindigkeit c erreicht werden. Klar, aber wie können wir das mathematisch sehen? Mathematisch können wir das so verstehen, dass die Maxwell-Gleichung des elektrischen Felds auch im Vakuum erfüllt ist, somit keine Massenabhängigkeit enthält. Das Interessante ist, dass trotz Erfüllung der Maxwell-Gleichung und somit Masselosigkeit des Photons es mit einer Masse und Materie in Wechselwirkung treten kann. Aber was wäre, wenn wir nun das Gedankenexperiment starten? Wir schreiben dem Photon eine Masse zu. Generell würde das Coulomb-Potential zu einem Chukawa-Potential übergehen. Das Interessantere ist aber, dass es das gesamte Anschauungsfeld des Magnetfelds zerstören würde. Das Magnetfeld würde verändert und somit jederlei technologische Entwicklung, die auf Magnetfeldern basiert. Masselose Teilchen können durch Photomultiplier oder Photodioden nachgewiesen werden. Im Spezialfall des Infrarotbereichs können wir zu Boltometern übergehen und im Gammastrahlenbereich gibt es Geigerzähler, die genau diese Tätigkeit übernehmen. Spin. Der Photonenspin kann wegen seiner Massenlosigkeit generell nur parallel oder antiparallel zu seiner Ausbreitungsrichtung orientiert sein. Das ist die Helizität, falls ihr das schon mal gehört habt. Was bedeutet das? Photonen sind Spin-1-Teilchen, also auch Bosonen genannt. Und diese Bosonen haben die Eigenschaft, dass beliebig viele Systeme den gleichen quantenmechanischen Zustand besetzen können. Und somit kann zum Beispiel, als Anwendungsbeispiel, der Laser realisiert werden. Und durch den Laser ist erst jede gesamte Technologie des 21. Jahrhunderts ermöglicht. Wenn nun ein Photon auf Materie trifft, kann es absorbiert werden. Und durch diese Absorption wird die Energie, die dem Photon zugeschrieben wird, absorbiert von der Materie und es bilden sich Quasiteilchen, die Phononen, aus. Durch die Absorption können gewisse Prozesse in der Experimentalphysik gemessen werden und beobachtet werden. Das wären nach Energieskala von unten nach oben geordnet der Fotoeffekt, der Compton-Effekt, die Paarbildung, die Kernpaarbildung oder bei ganz hohen Energien die Fotodesintegration. So, das war's. Der Spaziergang mit den Photonen und den 5 Facts ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es so ist, subscribe nicht vergessen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann, wie immer, stay compact.